wir sind Ihnen, so hoffe ich zumindest, Ihnen inzwischen alle bekannt, aber eine Kollegin ist Ihnen noch nicht bekannt. Zunächst mal meinen ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer der Podiumsrunde, die ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr vorstelle, weil wir ja gestern und heute erfreulicherweise diese Vorträge und ja auch interessante Diskussionen dazu hatten, die wir natürlich hier dann auch noch mal fortsetzen wollen. Aber eine Kollegin kennt Sie noch nicht, und das ist die Professorin Grüters-Kieslich neben mir. Frau Grüters-Kieslich nimmt jetzt hier an der Podiumsrunde als erstes, tritt als erstes mal in Erscheinung, und wir machen das auch so, wir haben uns gerade auch darauf verständigt, dass wir natürlich dann auch Frau Grüters-Kieslich nachher auch ganz kurz so ein kurzes Eingangsstatement geben möchten. Dieses Podium, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, hat, wir haben das vorher ja schon gehört, diesen Auftrag, den wir bekommen haben, der ja sich auch aus dem Tagungsthema natürlich ergibt, zumindest nochmal diese drei Themen Kinderrechte, Kinderwohl und vor allem natürlich die Kindermedizin in einen Zusammenhang zu bringen. Ich möchte zumindest eine Zweiteilung dieser Podiumsrunde machen, dass wir zunächst nochmal auf die Kindermedizin auch als Teil einer Gesamtbetrachtung des Gesundheitswesens und der Klinikabläufe betrachten. Und diesen Blick wird zunächst auch Frau Grüters-Kieslich werfen, bevor wir dann in einem zweiten Teil dann nochmal das Thema Kinderrechte explizit aufgreifen und dann auch die Verbindung herstellen wollen. Wir werden das zunächst hier auf dem Podium versuchen, zumindest in dieser Reihenfolge zu diskutieren. Und ich möchte dann auch gleich vorschlagen, dass wir dann zunächst mal kurz hier auf dem Podium uns darüber austauschen, über diese beiden Blöcke, und ich dann auch jeweils einen Einschnitt machen möchte, dass Sie zunächst dann nochmal Ihre Kommentare, auch Ihre konkreten Vorschläge, auch das ist ja ganz wichtig, wir wollen jetzt in dieser Podiumsrunde uns nicht mit dem beschäftigen, worüber wir schon gesprochen haben, wir haben uns ja jetzt ganz intensiv mit einer Problemanalyse beschäftigt, wir haben schon den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag und Lösungsvorschlag gehört, also der Blick soll jetzt tatsächlich in die Richtung geworfen werden, was ist jetzt eigentlich zu tun. Bevor wir diesen Blick aber jetzt endgültig werfen, stelle ich Ihnen ganz kurz noch Frau Grüters-Kieslich vor, die seit 2017 leitende ärztliche Direktorin des Universitätsklinikum Heidelberg ist, davor an verschiedene Institute geleitet hat, zum Beispiel auch Vorstandsmitglied der Charité Universitätsmedizin Berlin war, die Visiting Professor an der Harvard Medical School war, und auch diesen Blick, also einerseits diesen Blick natürlich auf die Kindermedizin hat, von ihrem eigenen Werdegang her, aber als leitende ärztliche Direktorin natürlich auch noch mehr im Blick haben muss und die ganz großen Zusammenhänge auch im Blick haben muss. Frau Grüters-Kieslich ist Vizepräsidentin zudem der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sie ist Senatorin der Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften und sie ist Mitglied der DFG-Senatskommission für klinische Forschung, hat also auch noch diese Perspektive. Und ich würde jetzt, ich zitiere ganz kurz oder gebe ganz kurz ein Zitat von Ihnen wieder und dann gebe ich Ihnen aber das Wort. Ein Zitat von Ihnen aus dem Jahr 2014. Wissenschaftlich brillant zu sein reicht heute nicht mehr als Qualitätsausweis in der Universitätsmedizin. Ein Professor, eine Professorin muss auch die richtige Patientenklientel an die Klinik holen. Zitat Ende. Und damit sind wir wieder mittendrin. Wir sind einerseits mittendrin bei dem Thema, sind jetzt eigentlich die jungen Patienten, die Kinder und die Jugendlichen in diesem Verständnis die richtigen Patienten? Und wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen der Kindermedizin und allgemein der Medizin. Aber jetzt höre ich auf zu reden und Sie haben das Wort. Schön, dass Sie da sind. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dieser Tagung, wo ich vorhatte, eigentlich die ganze Zeit hier zu sein, was jetzt aus den Gründen, die Sie wahrscheinlich kennen, wenn Sie Zeitung lesen, mir nicht so gelungen ist. Aber ich habe mich gerne heute Morgen um 4:30 auf den Weg gemacht, weil ich das wirklich für eine ganz wichtige Aktion halte, die wir hier jetzt machen in den zwei Tagen. Wenn ich jetzt Ihr Zitat mal kurz aufgreifen darf,
denke ich, habe ich wirklich Patientenklientel gesagt, weil das eigentlich nicht so das Wording ist, was ich so benutze. Aber die Aussage ist natürlich richtig. Und als Kinderärzte haben wir dann schon mal einen Fehler gemacht, dass wir überhaupt Kinderärzte geworden sind und in die Universitätsmedizin gegangen sind, weil wir holen ja für die Vorstände das falsche Patientenklientel, was eigentlich nur Ärger macht. Und in diesem Bewusstsein leben wir dann in der Universitätsmedizin. Hier geht es jetzt aber darum, in dieser Podiumsdiskussion zu sagen, wie kann man das umsetzen, was erkannt ist, dass es nämlich insbesondere auch in der Kindermedizin es Probleme gibt, dass wir dort nicht wirklich das Kindeswohl zentral im Auge haben. Wie können wir das umsetzen, wie können wir es besser machen? Und ich glaube, Sie haben gestern und auch heute Morgen schon wieder genug Analyse betrieben, was alles eben falsch läuft. Und ich pflege, wenn ich mich mit solchen Themen auseinandersetze, dann immer erstmal zu fragen, was kann ich denn selber machen, beziehungsweise was können wir selber machen als Kinderärzte, um unser Problem zu transportieren, aber auch um es zu verbessern. Und ich glaube, was wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen, ist bei aller Wertschätzung, die wir als Kinderärzte in der Gesellschaft haben, das wurde ja auch erwähnt, bei aller Emotionalität, die unser Thema mit sich bringt. Wir haben ja kein Problem, Gehör zu finden. Und es gibt ja auch regional tolle Unterstützerteams und es gibt Aktionen, Fundraising-Aktionen, es gibt's ja alles. Aber wir schaffen es irgendwie nicht, das zentrale Thema, was uns umtreibt und zu bedrückt, wirklich so zu transportieren, dass wir eine breite Bewegung hinter uns bringen. Und ich glaube, eine Ursache müssen wir bei uns selber suchen. Das erste oder zwei. Das erste ist, schaffen wir das, dass wir als eine Berufsgruppe wahrgenommen werden, in die man Vertrauen hat? Diese Frage muss man sich manchmal wirklich ernsthaft stellen, wenn man erlebt, dass es eben zwischen uns, den Kinderärzten, natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen auch ein Konkurrenzgerangel gibt und dass wir nicht wirklich oft Seite an Seite schreiten, wenn es um ich sag mal, Dinge geht, die wir durchsetzen wollen, sondern, naja, dass dann jeder dann auch schon seine Interessen oder seiner Fachdisziplin im Auge hat. Oder wir haben drei große Verbände. Wir haben den Berufsverband, wir haben die Fachgesellschaft, wir haben die Sozialpädiatrie. Wir haben nicht wirklich eine Stimme und Joint Forces. Und das macht es, das habe ich in Berlin erlebt, wirklich schwer auch durchzukommen mit der Message, die wir haben und dem Anliegen. Das Zweite, wo wir dann vielleicht mal gucken müssen, was wir falsch machen oder besser machen können, ist, wir lassen uns einfach Themen aus der Hand nehmen. Wieso läuft Herr Spahn rum mit dem Thema Impfen und Herr Lauterbach? Das ist ein ureigenes Thema der Kinder- und Jugendmedizin. Warum sind wir nicht diejenigen, die dafür stehen, dass wir darum kämpfen, dass wirklich eine vernünftige Impfsituation in Deutschland da ist. Das nächste Thema, die Pränataldiagnostik, Pränataltherapie, das überlassen wir meistens den Genetikern. Da mischen wir uns nur wenig ein, obwohl es ein ureigenes Thema der Kindermedizin ist, mit all seinen auch ethischen Facetten. Und letztendlich auch das Thema, was mir am Herzen liegt, seltene Erkrankungen. Das ist ein Thema, was entstanden ist aus der Pädiatrie. 80% dieser Patienten erkranken im Kindes- und Jugendalter. Und da bin ich ja jetzt auch schon, ich möchte sagen, Jahrzehnte unterwegs. Dieses Thema verschiebt sich mehr und mehr in den Bereich der inneren Medizin und andere Fächer. Wenn wir darum kämpfen, dort Forschungsgelder zu bekommen, da werden wir in einen Topf geschmissen mit allen anderen, die sich mit erworbenen seltenen Erkrankungen im Erwachsenenalter beschäftigen. Also ich glaube, an diesen beiden Punkten können wir einfach selber arbeiten, um letztendlich dann die Kindermedizin besser zu machen und auch das Kindeswohl in Deutschland dadurch zu verbessern. Das waren so die Impulsstatements, die ich mir ausgedacht hatte. Ganz herzlichen Dank, Frau Grütes-Kiestig. Klare Problemdefinition und Wahrnehmung, die aber vermutlich ja durchaus auch auf Widerspruch stößt. Herr Klein hat schon ein bisschen sorgenvoll geschaut. Ja, ich glaube, grundsätzlich stimme ich dem allem zu. Das ist absolut richtig. Ich glaube, wir können
aber auch noch ganz konkret werden, wenn es darum geht, wie können wir im Alltag als Kinderärztin, als Kinderärzte Sorge tragen, dass wir das Wohl unserer Patienten noch mehr im Blick haben. Ich glaube, auch die Tagung hier hat ja gezeigt, es gibt ja durchaus einige Möglichkeiten, hier ganz konkret anzusetzen. Also nicht alle Reformen, die wir anstreben wollen, die wir anstreben müssen, sind notwendigerweise mit Gesetzesänderungen oder auch mit mehr Geld verknüpft. Mhm. Wenn wir als Direktoren, viele sind ja hier, ob Kinderchirurgie oder Pädiatrie, ganz egal. Wenn wir vorleben, wie man mit Kindern umgeht, wenn wir dem Personal Schulungen ermöglichen, wenn wir uns selbst auf Augenhöhe mit Kindern begeben, wenn wir Kindern ein Mitspracherecht geben in den Kliniken, und das beginnt natürlich bei wichtigen Entscheidungen zu Diagnostik und Therapie und endet irgendwann auch bei der Frage nach Gestaltung, architektonisch. Das können wir ja schon auch machen. Und das sollten wir, glaube ich, auch tun. Und vielleicht wäre das auch ein ganz konkreter Impuls, der aus dieser Tagung erwachsen könnte, wenn es an allen großen Kinderkliniken und auch an den kleinen Kinderkliniken, die wir ja nicht differenzieren, also es geht ja um jedes kranke Kind, wenn sich auch Kinder finden, die ein Sprachrohr sein können. Ich glaube, irgendwann brauchen wir auch eine Greta, die auch dann für andere Kinder spricht. Aber wir dürfen auch natürlich unsere Patienten nicht instrumentalisieren in dieser Richtung. Es muss irgendwann auch der Funke überspringen. Aber ich glaube, das wäre schon ein Bereich, nicht? Das machen die Kinderkliniken in den USA, in Kanada, in England. Sie haben Kinder, die auch ihre Stimme äußern und die man auch besser hören kann. Und das könnte man auch vernetzt tun. Wir könnten diese Aktivitäten von Freiburg bis Kiel und von Aachen bis Berlin oder noch weiter spannen. Und dann könnte man das, was vielleicht uns als Ärzten nicht so gut gelingt, aufgrund von, ich weiß nicht, Eitelkeiten und anderen Dingen, diese Heterogenität einspielen in ein Konzert, eine Stimmigkeit, wo eben auch Kinder sich akut artikulieren können. Mhm. Vielen Dank für den Hinweis. Ich hätte jetzt noch die Nachfrage an die Frau Grüters-Kieslich. Also man hört ja raus, es gibt einerseits die bekannten Rivalitäten und Spannungen zwischen den Kinderärzten, den Kindermedizinern und der sonstigen Bereichen der Medizin. Da gibt es auch so gewisse Wahrnehmungen von gewissen Hierarchien. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber, dass eben auch die Pädiater auch nicht in dieselbe Richtung ziehen, dass es da auch durchaus Interessenskonflikte gibt. Ist beides etwas, wo man sagt, mein Gott, das ist halt so, ihr müsst euch mit diesen Rivalitäten und auch mit diesem Fremdeleien und vielleicht auch Eifersüchteleien, wir müssen gucken, dass wir mit denen weiterhin zurechtkommen und trotzdem das Beste erzielen, indem man vielleicht auch, wie Herr Klein gerade angesprochen hat, eben andere Wege beschreitet? Oder gibt es irgendeine Hoffnung, dass im Grunde der Druck vielleicht so groß ist von außen, unter anderem der Finanzdruck, dass man vielleicht doch mal über diese Gräben versucht, ein bisschen zuzuschütten, oder ist das naiv? Nein, die Tagung zeigt ja, dass offensichtlich ein solcher Effekt jetzt eintritt, weil die Pädiatrie sowas von unter Druck steht, insbesondere die akademische Pädiatrie, dass mehr Schulterschluss als noch vor 10 oder 15 Jahren. Das ist definitiv so. Und ich glaube, daraus kann sich wirklich auch eine Kraft entwickeln, die Dinge auch mal zu drehen. Wenn man wirklich zusammenhält und zusammen auftritt und zusammenkämpft und nicht, ich sag mal, die Klientele, die sich noch einigermaßen gut abbilden in den Kliniken, sich abschotten. Diese Entwicklung hatten wir ja. Dann gab es die Kinderkardiologen, die haben sich absentiert. Dann haben die Onkologen sich absentiert, die Neonatologen absentiert. Und das wurde dann immer so die Balkanisierung der Pädiatrie genannt. Es war eine unglückliche Entwicklung. Und die wurde verstärkt dann auch noch durch die ökonomischen Anreize für Vorstände, dass man sagt, nee, das ist alles wichtig und diese ganzen Kolibrifächer oder seltene Erkrankungen wollen wir gar nicht haben in unseren Unikliniken. Und das ist der Anfang vom Ende, weil die Pädiatrie ist ein Querschnittsfach. Das bildet die gesamte, wenn Sie so wollen, innere Medizin der Pädiatrie ab. Wir treten auch gemeinsam auf mit der Kinderchirurgie und es ist die Neurologie. Es ist einfach die gesamte Medizin, die wir dort abbilden. Und wenn man sich dann aufspaltet in Interessensgruppen, dann ist das der Effekt, den wir heute sehen. Wenn wir uns besinnen und Schulterschluss machen, glaube ich, schaffen wir das. Sicherlich nicht in dieser Legislaturperiode und möglicherweise auch nicht in der nächsten. Aber wir könnten es schaffen, das Ganze auch zu drehen. Mhm.
Frau Wopen, bietet da die eine ethische Diskussion, bietet die im Grunde vielleicht da so was Verbindendes, dass man auch sagt, es gibt gewisse Hierarchien vielleicht, wie man im Grunde, worauf man seine Kräfte richten sollte und konzentrieren sollte. Also könnte man im Grunde diese Heterogenität und diese auch Rivalität dadurch ein bisschen kanalisieren, dass man sich zumindest mal auf die Ziele verständigt? Oder ist auch das wieder zu naiv? Also das ist komplex mit der Ethik und der Politik. Und also ich hab beispielsweise ein Projekt gehabt, da ging es um die Evaluation des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und der Reform. Da ging es ja zum Beispiel auch darum, Kinderärzte einzubeziehen in die Beratung Schwangerer nach der Feststellung eines pathologischen Befundes. Oder wenn es um kardiologisches Problem ging, eben Kardiologen, wie auch immer. Und wir hatten einen wissenschaftlichen Beirat und da saßen genau all die drin. Aber das bezieht sich durch alle Bereiche. Das betrifft nicht nur die Pädiatrie, dass es Berufsverbände gibt, dass es Fachgesellschaften gibt, dass es Sonderberufsverbände und Interessensverbände gibt oder so. Also da würde ich jetzt mal sagen, da haben die Pädiater keine besondere Aufgabe, die andere Fachrichtungen nicht auch hätten. Außerdem ist die Pädiatrie auch nicht der einzige Bereich, der im Gesundheitswesen vernachlässigt wird. Auch das ist zu bedenken. Das wäre eine Frage, die ich an Herrn Kirchhoff hätte, dann irgendwie mal, wie das dann wie Kindermedizin in der Verfassung verankert werden soll. Da kommen lauter andere Disziplinen, die auch hier schreien und sagen, warum nicht wir Geriater oder warum nicht die Geriatrie, warum nicht die Menschen mit Behinderungen, warum nicht die Menschen mit Demenz oder so neurodegenerativen Erkrankungen oder so. Das heißt, wenn die Kindermediziner kommen und sagen, wir wollen in die Verfassung, dann haben sie, also ich gehe jede Wette ein, 20 bis 30 Gruppen, die kommen, wir auch. Auf die Diskussion dürfen Sie sich auch gut vorbereiten. So, was ist jetzt mit den Werten? Also meine Erfahrung bislang ist, dass es unglaublich schwer ist, mit Menschen in diesen politischen Bereichen unmittelbar über Werte zu sprechen. Das ist relativ akademisch. Das wirkt dann so, als würde man auf Wolke 7 reiten. Das ist, ja, aber das, also da kommen wir jetzt im Alltag, also das stößt sich hier und da können wir jetzt nichts mit anfangen. Oder wenn Sie dann noch mit Menschenbild anfangen, ganz weit weg. Also das eignet sich eher für so Festvorträge oder so, da wird man dann schon mal gefragt. Aber man muss vielleicht einfach eine andere Einflugschneise finden und das klang ja auch schon mal an. Man muss an einem konkreten Fall anfangen, man muss an einem konkreten Problem anfangen und den dann in der Diskussion transparent machen hin auf die zugrunde liegenden Werte. Aber dann wird es verstanden und dann wird es auch gefühlt. Ich glaube, diese Emotionalität ist einfach ganz wichtig. Ein Zeitungsartikel über sowieso ist ein Kind gestorben, weil das Intensivbett nicht da war, ist viel wirkungsvoller als eine Kampagne von Agenturen, für die Sie 20.000 Euro bezahlen. Das hört jetzt der Herr Ecker zwar nicht gerne, weil er von diesen Agenturen ja durchaus lebt, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Ich sage auch nicht, dass das stattdessen erfolgen soll, denn ich glaube, man muss wirklich ein Konzert an Maßnahmen, also eine kluge Mischung an Maßnahmen entwickeln. Und ich glaube, hier dann in den Kreisen, wo man das entwickelt, da muss man sich sehr klar werden über die Werte und man muss viel Zeit in die Problemdefinition stecken und sie so strukturieren, dass sie klar rüberkommt. Und dann muss man aus diesem Geist heraus handeln. Da muss man aber nicht permanent mehr über Werte sprechen. Das kann man an geschickten Stellen tun. Aber wenn man damit anfängt, dann kommt man so schnell als Moralist um die Ecke oder als wie immer oder es ist unkonkret. Das hat wenig Zweck. Also man muss es kommunikativ geschickt verpacken. Aber wichtig ist mir schon, dass man aus dieser wertegebundenen Grundhaltung heraus handelt und immer wieder in diesen Anker zurückfindet. Mhm. Vielen Dank. Bevor wir jetzt nachher gleich auf dieses Thema Kinderrechte und durchaus auch auf die auf deren öffentliche Begleitung dieser Diskussion zu sprechen kommen, würde ich jetzt doch noch mal gern bei dieser Frage Kindermedizin in der Klinik bleiben und auch dieses Verhältnis zu den anderen Teilen des Klinikalltags zu sprechen kommen.
kommen. Und ich würde aber jetzt gern noch mal einen ganz anderen Blick werfen. Wir haben vorher von Herrn Kirchhoff im Referat, im Vortrag ja auch diese Ermutigung gehört, auch viel stärker im Erwerbsleben die Belange von Kindern zu berücksichtigen und die Belange der Eltern zu berücksichtigen. Und jetzt wissen wir doch auch alle, und ich nur von außen, Sie von innen, dass damit sich ja Kliniken auch schon so schwer tun. Also wie schafft man eigentlich das, was wir jetzt alle hier uns wünschen, dass der Arbeitsalltag so gestaltet ist, dass Eltern ihren Kindern gerecht werden, dass Kinder aber gleichzeitig ordentliche Betreuungsmöglichkeiten finden. Wie ist das eigentlich in Kliniken überhaupt zu erreichen? Da meldet sich Herr Klein direkt dazu und dann Frau Grüters-Kieslich, bitte. Frau Grüters kann das noch viel besser aus der Sicht der Direktorin des Klinikums nachher nochmal beleuchten. Aber aus meiner Sicht der Kinderklinik, und das war auch mit ein Impuls und eine Motivation für diese Allianz, ist es nämlich so, dass wir Kindermedizin immer so als Almosen betrachten. Also es geht, wir verdienen alle kein Geld, sind alle in den roten Zahlen mehr oder weniger, und die anderen müssen für uns Geld verdienen, damit man sich die Kindermedizin leisten kann. Wir sind immer die Bittsteller. In den meisten Fällen sind die Vorstandsvorsitzenden, die CEOs der Unternehmen, Universitätsklinika, ja auch keine Unmenschen, sondern haben auch ein Herz für Kinder und sorgen schon dafür, dass von den Almosen und den Brotsamen nach dem üppigen Mahl ein bisschen was übrig bleibt, dass auch die Kinder davon sich laben dürfen. Aber genau diese Grundhaltung, glaube ich, ist eine falsche Grundhaltung und widerspricht dem Gedanken dieser Kinderrechtskonvention, dass Kinder eben Rechte haben, dass es hier nicht darum geht, ein gewisses Maß an Fürsorge und an Almosen zu verteilen, sondern es geht darum, dem Recht des kranken Kindes gerecht zu werden. Und das ist dieser Grundkonflikt, in dem wir stehen und aus dem heraus wir vielleicht auch versuchen können, wie können wir diesen Rechtsgedanken denn zu einer Wirkmächtigkeit verhelfen. Und ich glaube, darum geht es. Ja, das ist ein Problem, was so ein Klinikum ganz schön erschüttert. Alle Standorte. Dann werden ja solche Worte gewählt wie Generation Y, dass die alle auch gar nicht so richtig arbeiten wollen und nicht so richtig leisten wollen und Freizeit haben wollen und viele Kinder haben wollen, Ärzte, Pflege, und dass wir die Kliniken deshalb eigentlich gar nicht mehr managen können. Die Gesellschaften haben sich eben verändert und wir müssen uns mit unseren Strukturen, die wir haben, eben diesen Verhältnissen jetzt anpassen. Und das ist ein sehr träger Prozess. Diese ganze Diskussion, die wir haben um Personaluntergrenzen, die ja auch den ärztlichen Bereich dann demnächst mit dem Marburger Bund auch treffen werden, ist auch wieder etwas, das hätte man jetzt gar nicht so laufen lassen müssen, weil das war vorhersehbar, dass mit dem gesellschaftlichen Wandel haben sich diese Berufsbilder gewandelt und man hätte schon vorausschauend neue Strukturen, ich sag mal, zumindest mal initiieren müssen. Und auch die Vergütungssysteme. Ich war ja dann nochmal in Boston vor 2 Jahren und ich fand es super spannend, dass die jetzt diese Finanzierungssysteme haben, die sie Accountable Care nennen. Da wird die Sektorengrenze aufgelöst. Und es ist egal, ob man ein Kind mit einem Typ-1-Diabetes, einem neu diagnostizierten stationär oder primär ambulant behandelt. Es gibt das gleiche Geld. Und das sind Dinge, die müssen wir radikal verändern in unserem Gesundheitssystem. Wir kleben an Strukturen, die gar nicht mehr zur Medizin von heute passen und die auch nicht mehr zu den Menschen von heute passen. Mhm. Und in diesen Strukturen rudern wir darum. Und ich weiß jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe 2 Kinder, die Ärzte sind und Kinder haben. Und das ist auch anders als bei mir. Ich hatte 2 Kinder, ich habe immer gearbeitet, mein Mann hat immer gearbeitet. Hat gut geklappt mit Kinderfrauen. Die stehen heute auch unter einem ganz anderen Druck. Die Arbeit ist viel verdichteter, der Leistungsdruck ist noch viel höher geworden. Und das müssen wir auch jetzt mal ernst nehmen und nicht immer in die Ecke Generation Y schieben. Mhm. Ganz herzlichen Dank wiederum für ein klares Plädoyer. Jetzt würde ich vorschlagen, wir machen mal kurz ein
Schnitt und bleiben bei diesem Thema. Ich würde Ihnen gern die Gelegenheit zurückfragen, auch zu Kommentaren zu diesem Thema geben, bevor wir dann zum Thema Kinderrechte zu sprechen kommen. Also bitte jetzt keine Rückfragen zu dem Thema Kinderrechte, das machen wir jetzt gleich im anschließenden Block. Und ich darf Sie zunächst... Frau Münch, wenn Sie vielleicht nochmal Herrn Kirchhoff, der ja jetzt mehrfach angesprochen worden ist... Ich bin davon ausgegangen, dass wir das im nächsten... Aber Herr Kirchhoff, selbstverständlich, klar, vielleicht, natürlich. Ja, ich glaube, Frau Wopen hat ja eine zentrale Frage gestellt, die uns alle bewegt. Mit einer Verfassung spielt man nicht. Wir haben in 70 Jahren 62 Änderungen des Grundgesetzes gehabt. Das sind nach meiner Schätzung etwa 40 zu viel. Also Vorsicht. Und was Sie bewegt, öffnen wir jetzt nicht die Tür für beliebige Lobbyisteninteressen. Das wäre der Tod der Verfassung. Das war eine Grundnachdenklichkeit meines Referates. Das darf nicht passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Anliegen, was Sie vertreten, aus der Perspektive der Kindermedizin im Grunde ein Nachhaltigkeitsanliegen ist für die Gesellschaft. Eine Verfassung hat immer Antwortcharakter. Also wenn ich Krieg erlebt habe, möchte ich Frieden. Wenn ich unterdrückt worden bin, möchte ich Freiheit. Wenn ich gehungert habe, möchte ich einen Sozialstaat. Wenn ich gedemütigt worden bin, möchte ich Gleichheit. Und wir haben jetzt hier ein Phänomen, nicht Krieg und Frieden, so dramatisch ist das nicht, aber doch die Gefahr, dass wir die langfristige Entwicklung der Menschen in Deutschland durch falsche Weichenstellungen in den ersten 3 oder 5 Jahren, das müssen Sie sagen, was das Richtige ist, verfehlen. Und dass wir dort etwas tun. Und in der Tat, das ist ein Thema für das langfristige Nachhaltigkeitskonzept der Verfassung. Und wenn wir es so anlegen, besteht überhaupt nicht die Gefahr, dass wir als Lobbyistengruppe hier bestimmte Einzelinteressen in den Vordergrund rücken und die mit Verfassungsrang ausstatten. Da wäre ich der Letzte, der dafür spricht. Da würde ich energisch dagegen sprechen. Und das Zweite, deswegen mein Anliegen, es mit der Familie zu verbinden. Es ist ein Konzept unseres Gesellschaftsverständnisses. Und da haben wir wahrscheinlich in der Tradition unserer Verfassung im Moment das größte Problem mit dem Familienbild, weil dieses war vor 20 Jahren in der Politik ganz selbstverständlich vertreten. Es gab 2 Parteien, die sich als Familienparteien definiert haben. Das haben wir nicht mehr. Und deswegen, aber die Menschen denken in Familien nicht. Jeder verehrt seine Mutter. Das kriegt auch die Politik nicht weg. Das ist auch gut so. Und wir müssen diese beiden gleichgerichteten Interessen miteinander verbinden, damit es ein großer Erfolg wird. Die Verankerung der Familie in der Verfassung haben wir klar. Wir müssen reden über den Schutz der Mutter, Artikel 6 Absatz 4, und das Gleichberechtigungsanliegen, den Förderungsauftrag des Artikel 3 Absatz 2 für die Frauen. Das ist aber Teil derselben Verfassung. Das muss nicht nur ein Gesichtspunkt, sondern beide müssen da miteinander harmonisiert werden. Das ist ein großer Auftrag. Aber ich glaube, wenn man diesen Abwägungs- und Ausgleichsauftrag sieht, und das ist das Typische im Verfassungsrecht, dann ist Ihre Gefahr, die mich sehr beunruhigt und die mich vom ersten Wort meines Referats an beschäftigt hat, ist diese Gefahr gebannt. Aber das zu thematisieren ist unverzichtbar. Mhm. Ganz herzlichen Dank, Herr Kirchhoff. Wir gehen jetzt in die Fragerunde. Sie hatten sich zunächst gemeldet, dann nach hinten, dann Herr Melter. Ja, mein Name ist Stefan Burdach und ich bin verantwortlich für die Kliniken der Landeshauptstadt und der Technischen Universität München, die Kinderkliniken. Es fällt natürlich schwer, nach den grundsätzlichen Ausführungen von Herrn Kirchhoff eine konkrete Diskussion auf konkrete Themen es runterzubrechen. Aber ich möchte noch mal etwas zum Thema Accountable Care sagen. Ich denke, wir haben als Klinikchefs und Klinikdirektorinnen durchaus Möglichkeiten zur Gestaltung innerhalb der jetzt bestehenden Finanzierungsverhältnisse. Es ist ja klar, dass an der Finanzierung etwas geändert werden muss, aber den Punkt, Christoph, den du angesprochen hast, dass wir als Bittsteller auftreten müssen, den wollte ich adressieren.
wir haben keine Bittsteller zu sein. Ja, die Krankenhausträger sind mit einem müssen mit einem Finanzierungssystem leben, was immer eine Gesamtfinanzierung ist des Versorgungsauftrags. Und die Krankenkassen kassieren sehr wohl ein, dass wenn eine Klinik eine Kardiologie hat, ja, oder eine andere hochpreisige Medizin macht, dass sie sich dafür auch etwas anderes leisten muss. Und das ist immer ein Gesamtbudget. Ja, und es kann, Frau Gulders, korrigieren Sie mich, Sie wissen das besser als ich, es kann keine Universitätsklinik hingehen und sagen, wir machen jetzt nur noch Herzkatheter. Ja. Wir haben hier in München mehr Linksherzkatheterplätze als ganz Frankreich hat. Und ich frage mich, wo kommen die Patienten eigentlich alle her? Ja. Wenn jetzt ein Uniklinikum sagt, wir machen jetzt nur noch, was Geld bringt, ja, dann kommen die Krankenkassen sehr schnell und sagen, ja, dann kriegt ihr dafür auch weniger. Deshalb haben wir keinen Grund, da möchte ich nochmal darauf eingehen, dass wir uns auf die veränderten Zeiten einstellen müssen. Ich denke, wir als Klinikdirektoren, wie Sie richtig gesagt haben, Frau Gulders, wir können nicht klagen über die Generation Y, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Generation, die andere Prioritäten hat, und ich denke, es gibt viele Gründe zu verstehen, warum sie andere Prioritäten hat als wir, dass für diese Generation unser Beruf weiterhin attraktiv ist. Und dazu muss man dann auch, Frau Wuppen, solche Fälle, wie Sie sie angesprochen haben, nutzen, als jemand, der ja noch als Chef die meisten Einflussmöglichkeiten hat in der Klinik, um wirklich etwas zu verändern. Das geht nicht immer über die Presse, das ändert nicht unbedingt was, sondern dann gehen die Patienten halt woanders hin und es bleibt alles beim Alten. Aber man kann so etwas nutzen, um wirklich in der Klinik Veränderungen herbeizuführen und im Klinikum Veränderungen herbeizuführen. Und das ist unsere Verantwortung als Chefs. Ganz herzlichen Dank, Herr Burdach. Darf ich Sie bitten, die Fragen, auf die Sie nachher eingehen möchten, den Teil sich kurz zu notieren. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen Herrn Münsterer gleich mit dazu. Dann noch Herrn. Melden Sie sich bitte nochmal. So. Entschuldigung. Dann gehen wir zu Herrn Melter vor und dann machen wir eine kurze Antwortrunde. Vielen Dank. Ja, eine der Probleme, die ich sehe, hat Frau Grüders-Kieslich schon ein bisschen angesprochen. Und zwar, das ist diese Fragmentierung der Kindermedizin, die wir haben und die uns daran hindert, wirklich mit einer kritischen Masse zu sprechen. Das heißt, wir sind fragmentiert. Es sind in Deutschland so viele Interessensgruppierungen, ja, die Niedergelassenen, die Onkologen, die Kinderchirurgen. Und letztlich müssen wir dahin kommen, dass wir uns alle als Kindermediziner sehen, als eine Gruppe primär. Und dann gibt es sicher Leute, die mehr Versorgungsmedizin machen, mehr Wissenschaft machen und so weiter. Aber wir müssen irgendwie mit einer Sprache sprechen. Wenn wir uns auseinanderdividieren lassen, dann haben wir keine kritische Masse, um irgendwelche Punkte durchzubringen. Und meine Frage ist, wie erreichen wir das? Wie holen wir all diese Leute ins Boot? Ich glaube, das müssen wir uns von vornherein ganz viel Gedanken drüber machen. Danke. Vielen Dank, Herr Münster. Frau Fritscher, wenn Sie so nett sind, das Mikrofon noch an Melter, wenn Sie sich kurz zeigen und dann nehmen wir noch die, ich habe so viele Wortmeldungen, ist notiert, und dann machen wir eine kurze Ganz kurzer Antwort. Punkt nur, ich glaube, das ist von allen angesprochen, ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir uns nicht reduzieren lassen auf unsere Anliegen als Kinderärzte. Ich möchte nur zitieren, Andreas Tecklenburg hat ärztlicher Direktor der MAH seit vielen Jahren, 2006 bei einer Veranstaltung, die ich gemacht habe, gesagt, Kinderärzte sind die Schmarotzer der Gesellschaft. Und das konnte er ungestraft sagen. Das habe ich ihn extra öffentlich sagen lassen. Es zeigt aber ganz deutlich, was dahinter steckt. Und wir müssen darstellen, dass wir Kindermedizin und nicht Kinderarztmedizin präsentieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen uns nicht reduzieren lassen. Es geht um unsere Anliegen, sondern es geht um die Anliegen der Kinder. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt machen wir als nächstes ist der Herr Omran, hat sich gemeldet, wenn Sie sich, genau, aber wir machen erstmal eine Antwortrunde. Und Sie fangen bitte an, Frau Grüters. Und wer sich angesprochen gefühlt hat, gibt kurz Rückmeldung. Ja, vielleicht auf Herrn Burdach. Frage, liegt es in der Hand der Vorstände, das Budget, was man von den Kassen kommt, so dann, ich sag mal, freihändig zu verteilen?
das geht ja so auch nicht. Sondern es gibt ja die ganzen, ich sag mal, KPIs, an denen wir uns orientieren, also Performance-Indikatoren. Es gibt die wirtschaftlichen Deckungsbeitragszahlen, die man nun mal hat. Und wenn man verantwortlich ist für ein Gesamtklinikum und eben die Pädiatrie, ich sag mal, einen negativen Deckungsbeitrag reinbringt und das Gesamtklinikum eben nicht klar in den schwarzen Zahlen ist, dann hat man es schwierig zu verteidigen, dass man sagt, wir bauen diese Strukturen aus. Weil, dass wir es alle irgendwie so schaffen mit den Kinderkliniken, so um so eine Null herum zu eiern, das ist ja so. Aber was ja dadurch passiert ist, dass sie so unterkritisch klein geworden sind an vielen Universitätsstandorten, dass wir den Auftrag eben auch akademische Kindermedizin zu machen und auch Forschung zu machen, gar nicht mehr erbringen können. Wenn man die wieder so aufstellt, die Kindermedizin, im Sinne auch von, ich sag mal, international kompetitiven Departmentstrukturen mit Great Ormond Street und Children's Hospital of Philadelphia, you name it, dann kostet das richtig viel Geld. Und das Geld ist im System nicht da. Das ist definitiv nicht da. Und wir müssen einen Ansatz finden mit der Politik, wie wir es schaffen, wenigstens an einigen Standorten zu solchen Strukturen zu kommen, weil wir sonst auch unattraktiv werden für die Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchskräfte, aber auch international ganz weit zurückfallen werden, weil die anderen Länder sich anders aufstellen. Also schade, ich würde auch gern das Geld verteilen, aber so einfach ist es eben auch nicht. Frau Wopel etwas oder sonst gehen wir gleich zu Herrn Kirchhoff weiter. Wie Sie? Herr Kirchhoff. Also natürlich müssen Sie geschlossen sein, aber das ist nicht das Kernproblem. Also soweit es um persönliche Freiheit geht, des Arztes, des Berufstätigen, der Eltern, haben wir Spannungen, weil Freiheit immer Verschiedenheit meint. Freiheit ist das Recht, anders zu sein als der andere und daraus resultieren Spannungen. Da müssen wir nur schauen, dass das gewaltfrei geht, also dass wir kein Federrecht mehr haben, kein Faustrecht, sondern uns verständigen. Aber hier, und das ist, glaube ich, für Ihre Fragestellung das Wichtigste, geht es ja nicht um individuelle Freiheit, sondern um die Herrschaft über Zwangsabgaben. Und das ist eben nicht ein Freiheitsprinzip, Freiheit gibt nicht Herrschaft über andere, sondern das ist ein Staatsprinzip. Und deswegen müssen Sie den staatlichen Einfluss auf die Verteilung der Gelder reklamieren. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber die ist nicht real und damit Ihr Verteilungssystem und damit auch ein Stück der beruflichen Selbstverwaltung neu überdenken. Dann haben Sie eine ganz andere Fragestellung. Es käme niemand auf die Idee zu sagen, ich möchte gerne die Steuern anders verteilen. Das macht das Parlament. Weil ich ein Bedürfnis habe, weil ich für die Menschen was Gutes tue. Ich versorge die mit Lebensmitteln. Das ist ein wichtiger Punkt, sonst verhungern wir. Und wenn der jetzt sagen würde, ich muss jetzt Zugriff bekommen auf Zwangsabgaben, dann würden Sie sagen, er hat das System nicht verstanden. Nicht? Und deswegen meine ich, Sie müssen immer von der Rechtsfolge her denken, ist die Verteilungsgerechtigkeit gewährleistet, wenn nicht die Mutter den Kuchen schneidet, sondern die Kinder zugreifen dürfen. Frau Grüters, dazu direkt. Dazu direkt, wenn... Also unsere Adressaten ist die Politik. Aber ich habe mir auch Gedanken gemacht, wenn wir jetzt eine Allianz aufstellen wollen, um Politik zu überzeugen, was wären die geeignetsten Partner? Und ich glaube, der beste Coup wäre, wenn wir es schaffen würden, mit den Krankenkassen eine Allianz zu bilden. Und die Krankenkassen davon auch zu überzeugen, was wir gut machen in der Kindermedizin gesellschaftlich in den ersten Jahren. Zahlt sich später auch für die Kostenträger, für die Krankenkassen aus. Und wenn es eine Allianz gäbe zwischen der Kindermedizin und den Kostenträgern, den Krankenkassen, und wir die Politik gemeinsam überzeugen könnten, dass es eine irgendeine neu geartete, wie auch immer, Systemfinanzierung, dürfen wir ja nicht mehr wählen, den Begriff, geben würde für die Pädiatrie. Ich glaube, das wäre schlagkräftig. Ich weiß, wovon ich rede. Ich versuche seit vielen Jahren, den GKV-Spitzenverband davon zu überzeugen, dass er sich bitte mit einsetzt für die seltenen Erkrankungen. Das ist im Rahmen des NAMSE-Steuerungsboards und dieses nationalen Aktionsplans gelungen.
Sie haben es mit unterschrieben, aber jetzt verkrümeln Sie sich gerade. Also es ist ganz harte Arbeit, aber wenn es klappt, eine Allianz mit den Kassen zu bilden, dann kann die Politik gar nicht anders. Weil zahlen tun ja die Krankenkassen und nicht das BMG. Herr Eckert, Sie wollen was dazu sagen, bitte? Also ist richtig, ich möchte mal auf die Fragmentierung eingehen. Die Fragmentierung ist durchaus ein Problem für die Interessensdurchsetzung. Was immer genannt wird, ist, wir haben einen Verband für die private Krankenversicherung, wir haben 8 Verbände für die Pharmaindustrie. Die private Krankenversicherung, die hat man immer noch, trotz der großen Widersprüche. Also wenn man natürlich hier sich zusammenschließt, ist es sicherlich richtig und wichtig. Wir haben natürlich aber auch die Fragmentierung bei den Zuständigkeiten. Ich habe es vorhin schon angesprochen mit dem BMBF, wo wir eben 3 Referate haben, die für Forschungsförderung zuständig sind. Ein Riesenproblem. Wir haben das erlebt beim Pharma-Gipfel, also vergleichbar vielleicht mit dem Kindergesundheitsgipfel, das BMG, das Bildungsministerium, das Wirtschaftsministerium und das Kanzleramt. Aber man kann natürlich diese Fragmentierung auch nutzen, indem man quasi so ein bisschen subsidiär, indem man im Kleinen beginnt, indem man auf Landesebene beginnt und sich vielleicht auf Landesebene zusammenschließt, hier mit den Spitzenverbänden. Und wenn der Spitzenverband nicht möchte, hier kann man ja die Rivalität der Dachverbände nutzen, die es ja jetzt auch gibt. AOK, Bundesverband, BKK, Dachverband, der VDEC und eben hier eine Phalanx bilden, um die Themen zu setzen. Ich glaube, ganz wichtig ist auch am Abschluss, dass man sich auf wenige Punkte am Anfang verständigt. Denn wir sind ja im Moment, jeder hat was, jeder hat ein Bedürfnis, aber die Politik braucht weniges. Und da muss man sich immer zurücknehmen und sagen, was ist wichtig. Wir haben vorhin kurz gesprochen, Herr Debattin und ich, mit dem Off-Label-Use. Wenn man schon mal hinging und sagte, pass auf, dann lass uns doch generell mal ein bisschen die Register, ein Register nutzen für Evidenzgenerierung. Da wäre doch schon viel gewonnen, bevor man dann in Finanzierungsfragen drin. Mhm. Also vielleicht ein bisschen fokussieren, welche Themen sind uns wirklich wichtig, Verbündete schaffen und vielleicht auch die föderalen Strukturen nutzen und dann beginnt man mit einem bayerischen, mit einem baden-württembergischen Gipfel. Gut, vielen Dank. Jetzt habe ich eine relativ lange Liste an Fragenden. Ich nenne mal die Namen und der Herr Omran ist als nächstes, dann Herr Lacher, Frau Niemeyer, Herr Debattin und Herr Haustadt. Bitte. Raimund Omran aus Münster, der von der Universitätskinderklinik als Direktor da tätig. Ich selber habe diese ganze Veranstaltung wirklich genossen. Einmal, weil ich sehr viel gelernt habe bei Ihren Vorträgen. Und es gibt eine Parallelveranstaltung hier und das ist der kollegiale Austausch. Hier sind ja sehr viele Direktoren, Chefärzte und das Ganze ist eigentlich auch wie eine Berlin-Gruppe. Viele von Ihnen kriegen das nicht immer unmittelbar mit. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass es eigentlich einige Gründe gibt, warum hier viele von den Direktoren erscheinen. Wir haben alle Zeitnot, wir haben alle wirklich viel um die Ohren. Und der Hauptgrund ist eigentlich der, und das haben wir alle mittlerweile erlebt, ist, wir haben keine Versorgungssicherheit mehr. Also ich habe vor kurzem die Chefärzte, die regelmäßig mir zuweisen, das sind 20 verschiedene Kinderkliniken, eingeladen. Und wir haben zusammengesetzt und wir haben einfach gesagt, vor Entsetzen. Wir haben keine Strukturen mehr für Patienten. Jeden Tag haben wir eine Triagesitzung eingeführt. Alle haben erlebt, dass Kinder gestorben sind, weil sie nicht mehr versorgt werden konnten, in allen Kliniken. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich nicht mehr so funktionieren kann. Und ich denke, was wir machen sollten, wir sollten wirklich, wir haben selber bei uns auf Landesebene werden wir aktiv werden. Wir haben auch mittlerweile angefangen, selber Briefe zu schreiben und uns zu einigen. Aber ich denke, wir sollten bundesweit uns zusammentun und fragen, eine Umfrage machen. Bei den Direktoren der Kliniken, bei den Chefärzten, wie häufig hatten sie keine Kapazitäten für Kinder? Wie häufig mussten Sie Intensivpatienten weiterverlegen und weiterverlegen, sodass es nicht mehr für den Patienten ja sicher war? Wie häufig hat das dazu geführt, dass diese Kinder schlecht versorgt wurden? Und diese Daten sollte man sammeln, anonymisiert, ja, weil wir alle für die eigene Klinik ein großes Problem haben. Wenn man das dann, denke ich, mir kommuniziert, dann sieht man erstmal, dass wir wirklich vor einem Versorgungsproblem stehen. In den Wintermonaten gab es keine Betten mehr. Es gab ganz viele Situationen, wo pädiatrische Patienten nicht mehr in Kinderkliniken versorgt wurden, sondern in Erwachsenenkliniken. Und ich denke, das sollten wir wirklich transportieren und da sind wir uns alle einig. Hier habe ich keine Widersprüche gefunden bei den Chefärzten und bei den Direktoren. Bezüglich der Universitätsmedizin muss man ganz klar sagen,
da sollte man auch eine klare Umfrage machen. Warum? Wir haben alle, ja, wenn man umhört, ein Thema. Die Universitätsmedizin in der Pädiatrie funktioniert nur noch, indem F&L-Mittel und andere wissenschaftliche Mittel umgeleitet werden, um dort die klinische Versorgung noch herzubekommen. Ja, also ich habe neulich dann, als ich keinen, ja, wir konnten keine, ich hatte, als ich nach Münster kam, hatten wir ein Jahr lang keine Finanzierung, weil das Land gar keinen Haushalt hatte. Dann habe ich gesagt, ab jetzt mache ich Forschung im Ultraschallbereich und habe mit meinen wissenschaftlichen Mitteln ein Ultraschallgerät für die Intensivstation gekauft. Das sind natürlich, ich sage mal, keine normalen Situationen. Und ich glaube, so etwas sollte man mitteilen. Wir sollten also Umfragen machen. Wie häufig haben Sie das Problem, dass Sie in dem Konflikt stehen, F&L-Mittel für die klinische Versorgung einzusetzen? Und mit diesen Informationen kann man natürlich an Landes- und an Bundespolitiker herantreten. Und ich muss ganz offen sagen, ich bin manchmal erstaunt, wie wenig von unserer Führungsseite, von unseren Dachverbänden kommt, um solche Umfragen in die Wege zu leiten. Und da wäre ich auch gerne selber instruktiv und würde da auch helfen, ja, solche Fragebögen zu gestalten und natürlich auch so zu gestalten, dass sie auch für unsere Kollegen rechtssicher sind, ja, weil das Ganze natürlich auch eine schwierige Situation ist. Mhm. So dass ich glaube, dass es nicht nur Fragmentierung bei uns gibt, sondern aufgrund dieser Balint-Gruppe auch einen großen Zusammenhalt. Mhm. Herr Omran, vielen Dank. Herr Lacher, wenn Sie sich kurz zeigen, dann sieht die Frau Fritsche Sie, wo das Mikrofon hingeht. Vielen Dank. Und Sie sind so gut, wenn Sie dazu nachher Rückmeldung geben wollen, notieren Sie sich kurz und Herr Lacher ist der Nächste. Vielen Dank. Martin Lacher, mein Name. Ich bin Ärztedirektor der Kinderchirurgie in Leipzig und Sprecher der Kinderchirurgischen Hochschullehrer. Ich möchte noch mal das betonen, was Frau Grütters gesagt hat. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, vor so vielen Pädiatern zu sprechen, die Entscheidungsträger hier im Land sind. Ein Recht des Kindes, und das war auch meine Motivation, unter anderem hier zu kommen, ist das Recht auf eine optimale Behandlung. Herr Klein hat es gestern dargestellt, dieses Kind mit dem offensichtlichen fehlenden Thymus, der nicht erkannt worden ist. Ein großes Anliegen der Kinderchirurgen ist letztendlich dieses Recht auf eine optimale Therapie einer angeborenen Fehlbildung, das ist ja unser Thema letztendlich, zu gewährleisten. Wir haben in Deutschland 160 bis 200 Level 1 Zentren, viel zu viele Standorte. Also wir haben genau diese Fragmentierung, glaube ich, in Deutschland, in der kinderschulischen Landschaften. Und das kostet ein unglaubliches Geld, diese ganzen Level 1 Zentren aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es ist Geld da, was aber zentralisiert werden muss. Und Frau Münch hat diesen Interessenskonflikt angesprochen. Handeln wir wirklich oder viele von uns zum Wohl des Kindes, wenn wir eine angeborene Fehlbildung diagnostizieren und es einem Zentrum zuweisen, wo ich genau weiß, der oder diejenige macht das sehr selten. Das Ergebnis kennen wir. Wir haben auch die Selbsthilfegruppen hier, die diese über diese Ergebnisse berichten können. Wir haben ein Qualitätsproblem in Deutschland in der Kinderchirurgie, in der angeborenen Fehlbildungschirurgie. Und das können wir durch Zentralisierung, durch, was Frau Grütters gesagt hat, an uns selber arbeiten, lösen. Und hier brauchen wir die Hilfe der Pädiatrie. Und die Kinderchirurgie würde sich wünschen, wenn wir hier im Schulterschluss mit Ihnen zusammen was erreichen würden. Ganz herzlichen Dank. Das ist also der zweite konkrete Vorschlag. Einmal die Kapazitätsnotstand zu erfassen, überhaupt mal empirisch zu erfassen. Die ganz wichtige Frage mit der Zentralisierung, was natürlich für die Politik ja immer ein ganz großes Problem ist. Also gerade in Bayern, ich meine, wir erleben ständig die Diskussion, dass Parteien daran gemessen werden, ob sie womöglich dazu neigen, Kliniken lieber zusammenzufassen oder ob es um die Fläche geht. Ein ganz, ganz großes Konfliktthema sollten wir zumindest nachher noch ganz kurz versuchen, Rückmeldung zu geben. Bevor wir das tun, würde ich Frau Niemeyer und Herrn Debatte noch ganz kurz um ihre Wortbeiträge bitten. Und dann nehmen wir noch den Herrn Haustedt dran und machen eine Runde, eine abschließende zu diesem Themenbereich, bevor wir noch mal explizit zu den Kinderrechten kommen. Frau Niemeyer. Ich habe zwei kurze Kommentare. Das eine zu Ihnen, Frau Kotter, Sie haben gesagt, wir müssen Allianzen schmieden, noch mit den Kassen. Ich denke, die Stakeholder sind viel größer. Wir haben ja viele Aufgaben in diesen Kinderkliniken, von Kinderschutz über Prävention, über Elternfortbildung etc. etc. Wir sind mehr als andere Universitätskliniken. Wir messen uns an der Kindergesundheit in der Region. Und das sind Dinge, die in unseren anderen Kliniken in der Universität, die vielleicht nur das rechte oder linke Knie operieren, nicht vorkommen. Und deshalb größere Allianzen und deshalb auch sind diese Dinge ja nicht finanziert und wir müssen uns um die Finanzierung kümmern.
Der andere Kommentar für Sie, Herr Kirchhoff, Sie haben die Familie mit Recht auch in den Mittelpunkt gestellt. Ich glaube, die wesentlichen Partner da sind vielleicht gar nicht die Eltern, denn die Eltern sind am Beginn der Rush-Hour und haben plötzlich ein krankes Kind und sind hoffnungslos überfordert. Sie überlegen, wie sie vom Morgen zum Abend kommen. Sie beklagen sich nicht. Deshalb sehen unsere Kinderkliniken ja so aus. Das ist eigentlich die Generation der Großeltern oder die Gesellschaft, die sagen muss, wir können auch mit Eltern nicht so umgehen und wir können auch mit Elterngesundheit keinen Verschleiß treiben. Wenn Sie gleich, Herr Debattin, gleich weitergeben, ich bitte darum, dass wir es ja, der Bogen ist ja wirklich groß. Ich möchte mal aufgreifen, was Herr Omran gesagt hat. Und das ist wirklich ein Thema. Wir befinden uns in einigen Regionen und Gebieten in einem Versorgungsnotstand-Thema. Und das ist nicht ausreichend thematisiert. Das ist die Versorgung zum Teil in der Fläche, das ist zum Teil aber auch die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen. Annette Gröter ist immer aktiv gewesen, hat sich immer noch nicht so viel verändert. Und was ist der Hintergrund? Ich glaube, man muss klar sagen, unser System ist ein auf industrielle Produktion ausgerichtetes Gesundheitswesen. Und hat alle Konzepte der industriellen Produktion übernommen. Das DRG-System ist ein ursprünglich in der Chirurgie entwickeltes System. Kennzahlenorientierung, sehr einfach Produktionsprozesse zu erfassen. Das geht Vorbereitungsraum für die Operation, Auffachraum, Intensivstation, Normalstation. Das ist der Ablauf. Der Freiburger Medizinethiker Professor Mayer, durchaus umstritten, hat, finde ich, ein sehr kluges Statement gemacht. Die Medizin ist gekennzeichnet durch den Einbruch industrieller Produktionsbedingungen. Was sind die Konsequenzen? Erstens, Zeit ist Geld. Zweitens, der Patient wird einem Produktionsprozess unterworfen. Und drittens, was ich nicht messen kann, zählt nicht. Und wenn man sich das mal laid back macht, dann ist die Kindermedizin an der Ecke, wo all das nicht funktioniert. Es ist eben kein eindimensionaler Produktionsprozess. Es ist eine komplexe Sache. Es sind Kliniken, die müssen Vorhaltungen haben für Verhältnisse, die eintreten können. Das ist so, wie wenn die Feuerwehr nur für ihren Einsatz bezahlt werden würde. Das ist ja auch nicht der Fall. Also dieses Thema ist, glaube ich, ein wichtiges. Der Zusammenhalt, Pädiatrie ist schon angesprochen worden. Ja, das ist richtig, da appellieren wir immer dran. Ob das immer so funktioniert, ist eine andere Frage. Für mich ist das, glaube ich, Herr Eckert ist da eine wichtige Person. Wir brauchen eine klare Stoßrichtung. Wir brauchen Verbündete. Und die Frage ist, was sind die Verbündete für welche Themen? Eltern, Großeltern-Thema ist gerade angesprochen worden, halte ich für sehr wichtig. Ohne Eltern, ohne Elterninitiativen wird da gar nichts funktionieren. Ohne wir die richtigen Politiker auf das richtige Gleis setzen, auch nicht. Nur die Politik, aus welchem Grund auch immer, ist nicht an unseren Themen so interessiert. Und ich möchte jetzt noch mal was ganz anderes nehmen. Deutsche Zentren für Gesundheitsforschung. Wir betreiben das, auch einige im Raum hier aktiv, seit Jahren. Wir haben jetzt den Ende April 2019, 5 Jahre Arbeit. Endlich kommt irgendwas in Gang. Wir wissen bis heute nicht, was die Ausschreibungsthemen oder wie die Ausschreibungsstruktur im nächsten Monat ist. Man nimmt uns universitäre Pädiatrie, die es eigentlich betrieben hat, überhaupt nicht als Gesprächspartner richtig ernst. Und das passt auch zu dem, was Herr Melter über Herrn Tecklenburg sagte, den ich übrigens auch ganz gut kenne. Das ist, wir sind da etwas, wir sind nicht die Parasiten, aber wir sind so ein bisschen am Rande. Wir sind nicht so interessant. Wenn wir mehr Herzkatheter schieben würden, wären wir vielleicht interessanter für viele Politiker. Herr Debattin, vielen Dank. Und wir geben noch das Mikrofon bitte zu Herrn Hausstedt. Und dann machen wir eine Runde hier auf dem Podium und dann kommen wir noch zum Thema Kinderrechte explizit. Herr Hausstedt, bitte. Danke. Frau Wuppen, Sie hatten vorhin angesprochen oder angemahnt, dass wir konkrete Fälle benennen sollten und kommunizieren sollten. Also die konkretesten Fälle erzählen ja wirklich dann auch die Kliniken selbst. Und von daher mein Impuls, gehen wir doch in die Breite und sprechen nicht nur die Fachpolitiker an, sondern auch die, die für die Kliniken verantwortlich sind, die Wahlkreisabgeordneten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hürde, einen Wahlkreisabgeordneten für das Thema zu begeistern, relativ gering ist,
denn er hat ein vitales Interesse, dass es der Klinik in seinem Wahlkreis gut geht. Und wenn wir aus der Sichtweise eines Politikers denken oder eines Wahlkreisabgeordneten, dann hat er damit auch ein Thema, womit er sich profilieren kann, unabhängig, welche Fachrichtung er gerade bedient, dass wir ihn als Türöffner nutzen können. Das wär mein Impuls. Vielleicht kann das gleich von Herrn Eckert auch nochmal kommentiert werden, wie er das einordnet, einschätzt. Und damit auch den Schatz nutzt, den wir hier haben, weil hier haben wir die Experten bundesweit vertreten. Zweites Stichwort Allianzen. Da würde ich gerne mal anregen, dass wir da die Kinder-Jugendhilfe unbedingt mitdenken, die Wohlfahrtsverbände und auch den Bereich Frühe Hilfen, da namentlich das Nationale Zentrum Frühe Hilfen. Vielleicht kann da auch noch mal eine Einschätzung von Frau Theiss, wie würden Sie das einschätzen, wie zielbringend? Das wäre so mein Statement erstmal. Ganz herzlichen Dank. Jetzt haben Sie eine große Latte an Fragen und ich darf Frau Grüters bitten, anzufangen und wir gehen dann zu Frau Boben. Vielen Dank. Ja, erstmal nur ein kurzer Kommentar zu Frau Niemeyer. Ich habe nicht gemeint, dass wir nur mit den Kassen eine Allianz schließen sollen. Die halte ich für besonders spannend und möglicherweise schlagkräftig. Aber natürlich gibt es ganz viele andere Stakeholder, mit denen wir auch Schulterschluss machen müssen, wenn wir gehört werden wollen. Also das war ein Missverständnis. Ich fand nur, wir stehen selten gemeinsam mit Kassen auf. Natürlich auch aus Gründen der Kassen, weil die das nicht so wollen, aber wenn man da ein bisschen mehr treiben würde, würde es helfen. Aber alle anderen Eltern, Therapeuten, Pflege, natürlich müssen wir uns mit allen zusammentun, weil unser Auftrag eben breit ist. Also erstens zu den Zahlen, das kann ich nur unterstützen. Das wäre etwas, was ich nachher auch noch gesagt hätte, wie bei den Nachhaltigkeitsfragen. Mhm. Sie müssen ja zeigen, dass das nachhaltiger ist. Und was heißt denn nachhaltig? Ich sehe den Nachhaltigkeitsbegriff hier noch gar nicht definiert. Der wird dann mit Langfristigkeit oft in eins gesetzt, aber das ist es ja gar nicht. Natürlich ist Langfristigkeit ein Teil davon, aber Nachhaltigkeitsbegriff ist ja viel komplexer. Und dazu braucht man Zahlen und da gebe ich Ihnen völlig recht. Also wir haben uns mit COPE, mit dieser Studie an unserem interfakultären Zentrum in Köln ja auf den Weg gemacht, erstmal qualitativ anzufangen, um die Problembeschreibung gut hinzukriegen und die Konflikte tatsächlich aufzudecken. Und wir sind jetzt gerade dabei, eine Finanzierungsquelle zu finden, um es tatsächlich in der quantitativen Form durchzuführen und zwar auch mit mehreren Stakeholdern, also sowohl was Eltern betrifft, als auch die Kliniken, als auch den ambulanten Bereich abzudecken. Und solche Zahlen, die können in der Tat in der Politik ausgesprochen wirkungsvoll sein, weil man das eben referenzieren kann. Das Recht auf optimale Behandlung gibt es nicht. Sie haben sozialrechtlich ein Recht auf die notwendige, ausreichende und wirtschaftliche Behandlung. Also diese Lyrik von wegen Recht auf bestmögliche Gesundheit ist als Zielbestimmung wunderbar in den UN-Verträgen. Ein nach SGB V verbrieftes Recht, ein Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung ist in keinem Bereich optimal. Die Kassen dürfen sogar das nicht zahlen, was über das Maß des Notwendigen herausgeht. Sie schütteln den Kopf, so steht es aber im Recht. Was ich sagen wollte, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, ja, klar. Mindestmengen. Wir wissen aus der Erwachsenenmedizin, dass Mindestmengen assoziiert sind mit einer besseren Qualität. Das ist ein anderes Thema. Von jemandem operiert zu werden, der dieses Krankheitsbild schon mal operiert hat und der damit hinreichend Erfahrung hat. Und auch wenn das juristisch nicht, wie Sie schon richtig verständlich sind, abzudecken ist, eine qualitativ gute Versorgung aufzustellen, unter den gegebenen Bedingungen möglichst qualitativ gut, das ist ja völlig außer Frage. Bei den Level-1-Zentren, also erstmal sind es Gelddruckmaschinen, Kinder unter 1500 Gramm sind eine Gelddruckmaschine. Und die finanzieren dann den Rest der Pädiatrie irgendwie auch quer, das muss man auch mal sehen. Sie können die Kinder, die gerade auf Level 1 gehören, ja auch nicht beliebig durch die Gegend schippern.
Also wenn Sie es schaffen, die Frau vorher dahin zu bringen, damit sie da entbindet, wunderbar. Aber also ein bisschen auf Flächen, ich will das derzeitige System nicht verteidigen oder so etwas, sicherlich kann man da an der einen oder anderen Stelle das optimieren. Aber also ein bisschen jedenfalls muss man darauf achten, dass es auch flächendeckend bleibt. Wenn Sie jetzt so und zu Recht betonen, wir müssen mit einer Stimme sprechen, ja. Aber viel wichtiger ist die Frage, was wollen Sie denn überhaupt sagen? Ja, also und dann muss man sich ja auch überlegen, welchen Stakeholder brauche ich für welches Ziel? Also wenn Sie das DRG-System ändern wollen, dann müssen Sie andere Leute ansprechen und dann lohnt sich zum Beispiel mal in die Psychiatrie zu gucken. Die haben das geschafft. Ja, das DRG-System so weiterzuentwickeln oder zu ergänzen, zu ändern, dass die jetzt ein Finanzierungssystem haben, womit sie besser zurechtkommen. Wenn sie Arbeitszeitmodelle ändern wollen, dann reden sie mit dem Klinikdirektor. Also wir haben zum Beispiel an der Uni Köln eine sogenannte GUSIK-Stelle eingeführt. Das sind Stellen, da kann man Familie, Wissenschaft und Klinik miteinander vereinbaren, indem man von Nacht- und Wochenenddiensten freigestellt wird. Das läuft jetzt seit ein paar Jahren hoch erfolgreich und ist jetzt vom Land Nordrhein-Westfalen in so eine Art Regelförderung übernommen worden. Jetzt sollen das alle Unikliniken machen und können entsprechende Vorschläge machen. Wenn Sie Kapazitäten ändern wollen irgendwie, dann müssen Sie mit den Kassen sprechen und mit der Selbstverwaltung. Bevor man Strukturen ändert, muss man irgendwie in die Köpfe und in die Herzen reinkommen. Dann brauchen Sie Kampagnen, dann brauchen Sie die Presse, dann brauchen Sie die Öffentlichkeit und die sozialen Medien. Also auch da würde es sich mal lohnen, drüber nachzudenken und irgendwie einen Slogan zu finden oder so, der im Sinne einer Markenbildung einfach sich in die Köpfe rein begibt, damit dann aus dieser Haltung heraus Strukturen geändert werden können. Frau Grüters würde dazu direkt gern was sagen und dann bitte ich Herrn Kirchhoff. Nicht direkt dazu, aber wenn man sich überlegt, wie können wir uns besser artikulieren, also das Statement von Herrn Tecklenburg, wie kann man denn mit sowas auch vielleicht besser umgehen? Vielleicht sind wir nicht zu leise, vielleicht sind andere noch viel lauter als wir. Wir denken immer, na, weil wir Kinderärzte sind, werden wir wie die Kinder betrachtet und deshalb hört uns keiner zu. Aber ich glaube, es ist natürlich, dass die anderen viel, viel lauter sind. Und wenn man sich das strukturell anguckt, wie oft sind Kinderärzte in Fakultätsräten vertreten? Wie oft werden Kinderärzte Dekan? Wie oft werden Kinderärzte... Ja, ich weiß. Aber wie oft? Wenig. Aber wir haben 33 Fakultäten und die alle 3, 4, 5 Jahre wird gewählt. Überleg doch mal, wie oft sind es eben andere? Wir sind eben auch nicht so laut. Und die anderen sind lauter, werden gehört und deshalb sind sie näher an den Vorständen, sie sind näher an den Politentscheidern und deshalb sind die Strukturen auch so, wie sie sind. Aber erstmal überlegen, was man überhaupt. Ja, das können wir ja mal besprechen. Hat da eine Idee, was wir sagen können? Das ist sicherlich ein guter Vorschlag. Wir bleiben bitte auf dem Podium und jetzt geht es weiter an Herrn Kirchhoff, bitte. Also ich möchte noch mal deutlich machen, dass ein Recht auf optimale Behandlung insbesondere gefährlich ist für die Kinderärzte. Also diese Optimierungsstrategien. Ich habe einen guten Freund bescheiden beraten, da war seine Klinik, Kinderklinik, war randvoll. Es kam der nächste Patient und den hat er zurückgewiesen, weil er sagt, es geht nicht mehr, ich muss eine qualitativ vertretbare Behandlung sichern. Und dieses Kind ist dann beim Transport in die nächste Klinik gestorben. Und da meinte der Staatsanwalt unterlassene Hilfeleistung. Der andere Staatsanwalt meinte Tötungsdelikte, weil der Arzt eine Garantenstellung hat. Also die Sache war sehr ernst. Und wenn wir jetzt eine Verpflichtung des Arztes hätten auf eine optimale Behandlung, dann würden wir von Rechts wegen den Arzt in dieser Mangelverwaltung strukturell überfordern. Und das kann nicht das Ziel sein. Das ist vielleicht ein Ethos, vielleicht auch nicht mal das. Aber seien Sie vorsichtig mit dem Ideal, das Sie verwirklichen. Wie bei mir die Gerechtigkeit. Der Richter dient der Gerechtigkeit, er erreicht sie nie. Er nähert sich an, versucht täglich ein bisschen näher zu kommen, aber er erreicht sie nie. Also diese Optimierungsstrategien im Recht
sind gegenüber dem Versorgungsnotstand, den jeder von ihnen erlebt, höchst problematisch. Und wir konnten diesen Fall nur sachgerecht lösen durch eine Einstellung wegen erwiesener Unschuld, wegen des Vertretbarkeitsspielraums, den der Arzt hat. Nicht? Er muss, ist für alle verantwortlich, für die Kinder, die da sind und für die Ankommenden, aber er kann nicht allen überhaupt eine Behandlung sichern, geschweige denn eine optimale. Nicht? Und das müssen Sie im Blick behalten. Der zweite Punkt zu den Allianzen. Ich begleite seit 40 Jahren, Frau Küters, die Gespräche zwischen Geldgebern und Geldnehmern. Also zwischen Kassen, sagen wir jetzt mal, und Kliniken. Da dominiert immer der Geldgeber. Und der Geldnehmer hat keine Chance. Deswegen müssen Sie Ihr Plateau erweitern und nicht nur ums Geld kämpfen. Und da möchte ich doch noch mal in aller Nachdenklichkeit darauf hinwirken, sprechen Sie mal mit den Unternehmen. Die Unternehmen denken in Quartalsberichten, danach bemessen sich die Boni des Vorstandes, das ist das Malheur, das ist halt so. Aber der Unternehmer braucht auch in 20 Jahren noch Unternehmer, Erfinder, Arbeitnehmer, Kunden. Und wenn er die nicht hat und er hätte gerne eine Langfristigkeitskonzeption für sein Unternehmen, dann wird er für sie Gehör finden. Also ich würde die nicht von vornherein ausbilden. Was heißt es konkret, Herr Kirchhoff? Dass man mit diesen Vorstellungen Daten sammeln über die Engpässe, übrigens Daten sammeln auch über die Erfolge, durchaus auch die monetär erfassbaren Erfolge. Wir haben mit 1 Milliarde die Kinder behandelt und haben 10 Milliarden für die 85-Jährigen gespart. Mhm. Mit diesen Gesprächen müssen Sie an die Unternehmensverbände, die sind nicht nur alle eng und verstört, die haben eine langfristige Konzeption. Das letzte, das Großelternthema. Natürlich, wenn wir noch in alten Großfamilien lebten, in der wir nicht mehr leben, dann wären die Großeltern gerade bei der Vereinbarkeit Familie und Beruf ein großes. Ich darf ausnahmsweise ein persönliches Wort sagen. Ich habe 2 Söhne, 2 Töchter. Die sind alle erfolgreich im Beruf. 3 sind Professoren. Die jüngste ist Justiziarin einer großen Stadt in Deutschland, einer Landeshauptstadt. Und ich habe 12 Enkel. Also die haben alle Kinder. Das gelingt alles, weil diese Kinder so improvisieren können. Und weil meine Frau hauptberuflich Großmutter war. Nicht? Aber das können wir nicht als Normalität unterstellen. Das ist ein hilfreiches Konzept, aber das kann man heute, weil die nicht zusammenwohnen. Wenn die an demselben Bauernhof oder in demselben Gewerbebetrieb wohnten, dann wäre das kein Problem. Aber wenn ein Kind in England ist und eins in Düsseldorf und eins in München und wir wohnen in Heidelberg, dann kann man nicht die Feuerwehr sein, wenn plötzlich das Kind krank wird. Man kann langfristig helfen. Nicht? Also wir müssen diese Idee der Großfamilie in den Blick nehmen, vielleicht verstärken, aber da ist meine Hoffnung, wir müssen von der Normalität der Lebenssituation der Menschen reden. Auch da ist keine Optimierungsstrategie allzu sinnvoll. So ist es ja. Herr Eckert, Sie geben uns jetzt die Strategie mit auf den Weg, beziehungsweise den Kollegen, drunter lassen wir sie nicht gehen. Ich habe noch gar keinen Stundensatz abgegeben. Also allein die Tatsache, dass Sie hier sind, ist natürlich ein Ausdruck dafür, dass Sie sich das Ziel zu eigen machen. Genau, richtig, idealer Typ. Nein, ich kann wunderbar auch anknüpfen an Herrn Kirchhoff, weil Public Affairs mag sich ja neu anhören, aber natürlich gibt es ja Strategien, die sehr alt sind. Machiavelli kennen wir alle, aber vor allen Dingen die wird der Ad Impera, Teile und Herrsche, ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Und es ist natürlich immer leichter, wenn Gruppen mit ähnlichen Interessen gar nicht erkennen, dass sie vielleicht ähnliche Interessen haben. Und Sie haben die Orphans angesprochen, deswegen ist mir gerade dazu gekommen, das GSAV, was ja gerade im Gesetzgebungsverfahren ist, das Gesetz zur Sicherung der Arzneimittelversorgung, hat ja einen wesentlichen Punkt, Orphans. Bislang ist es ja so, dass Orphans einen fiktiven Zusatznutzen haben. Sie müssen also nicht in die frühe Nutzenbewertung ihre Daten geben, bis zu einer Umsatzschwelle von 50 Millionen. Jetzt sieht aber dieser Entwurf vor, dass bei den 50 Millionen, die eigentlich in der ambulanten Versorgung vorgesehen. Jetzt sagen die, nee, wir beziehen aber die stationäre mit ein. Ergo, und das ist ja auch das Ziel des Gesetzgebers, ist diese Umsatzschwelle viel, viel früher erreicht. Hinzu kommt, dass der gemeinsame Bundesausschuss künftig ermächtigt werden kann, jederzeit zu sagen, wir hätten gerne Studiendaten und die Studiendaten selbst vorgeben darf. Also quasi auch ergo, Umkehrschluss, Daten ablehnen kann. Deswegen frage ich mich, sprechen Sie das Thema auch gegenüber der Politik an? Nämlich ein Punkt ist ja, Pharmaindustrie und Sie als Ärzte sind ja hier letztlich doch 2 Seiten einer Medaille.
Aber wenn die Pharmaindustrie, die ich hier in ein paar Punkten vertrete, das anspricht, wird sie nicht gehört, weil man sieht einfach nur natürlich die Wirtschaftsinteressen. Und Ärzte sind natürlich glaubwürdiger. Also der Arzt ist doch ein sehr Vertrauensträger. Und deswegen meine ich, dass man hier auch mal drüber nachdenkt, über vielleicht eine Allianz an der Seite und dass man sich auch gerade vor dem Hintergrund offen ist. Da droht nämlich wirklich eine Systemveränderung. Die Jens Spahn bei der Verabschiedung am 11.11.2010 vom AMNOG hat er gesagt, Orphans müssen einen besonderen Status haben, auch wegen der Kinderversorgung. Und jetzt ist derjenige, der früher gesundheitspolitischer Sprecher war, Gesundheitsminister, und kehrt das um. Und insofern sollte vielleicht die Industrie hier mit den Ärzten zusammenarbeiten, weil dann ist es auch erlebbarer. Politik braucht ja was Erlebbares. Deswegen ist es gut, dass man Politik, was Ihr Vorschlag war, in die Krankenhäuser reinbringt. Politik lebt ja auch von Eitelkeit. Man will sich wiederfinden, direkt, wenn man direkt gewählt ist, in Lokalmedien. Das ist aber auch nicht so einfach. Ich vertrete auch ein Unternehmen, was eine neue Anwendung für Prostatakarzinom macht, eine neue Behandlungsvariante. Da sprechen wir auch gezielt Wahlkreisabgeordnete an. Bis jetzt habe ich eine Zusage von 40 Angesprochenen, weil die nämlich auch sagen, ja, ich bin ja gar kein Gesundheitspolitiker. Und hinzu kommt, dass natürlich Krankenhäuser eher im Blickfeld der Landesregierung und der Landtage stehen. Und deswegen das Ganze natürlich für Sie als Krankenhäuser noch viel, viel schwieriger ist, die Interessen dann im Bund auch wieder zu spiegeln. Also auch hier gibt es natürlich Teilsysteme, die vereint werden müssen. Mhm. Und am Schluss noch kurz, was ich ganz vorhin vergessen habe. Jetzt hat natürlich Jens Spahn das mit dem Impfen, aber letztlich ist es ja egal, wer. Man geht ja meistens vor mit Töte mit dem Schwert eines anderen. Hauptsache, das Thema ist gesetzt. Und dann kann man das ja auch positiv begleiten. Vielen Dank, Herr Eckert. Herr Klein, vorher ist von Herrn Lacher die Frage angesprochen worden mit diesem Konflikt, wie stark muss man zentralisieren, wie wichtig ist dann doch wieder die Region. Das war ja für Sie auch immer ein wichtiges Thema. Also wie stark lehnt man sich aus dem Fenster und fordert auch Zentralisierungstendenzen, gerade auch in der Kindermedizin, auch gerade mit Blick aufs Geld und den Sachverstand? Ja, ich glaube, das fällt auch unter die Frage, wie rechtfertigen wir einen sinnvollen Einsatz begrenzter Ressourcen? Das ist eine ökonomische Frage im guten Sinne. Und wir haben gestern Abend gehört im Vortrag der Kollegin aus England, es gibt, und davor auch schon, es gibt ja auch Zahlen, die zeigen zum Beispiel, dass die Kinder- und Säuglingssterblichkeit in Portugal besser ist als in Deutschland. Das hat einen Grund, weil dort genau diese neonatologische Betreuung sehr stark zentralisiert ist. Das heißt, es hat einen ganz konkreten, statistisch messbaren Einfluss auf die Kindergesundheit und auf das Überleben kranker Kinder. Und dieser Diskussion stellen wir uns in Deutschland nicht und wir lügen uns was in die Tasche, wenn wir sagen, dass wir an jedem Ort der Republik dasselbe Versorgungsniveau haben. Das kann nicht sein, das ist völlig undenkbar. Und natürlich, wir brauchen trotzdem beides. In meinen Augen brauchen wir auch in der Fläche, auch sehr engmaschig, Anlaufstellen für kranke Kinder, auch mit Kinderkliniken und mit Personal, was geschult ist und kompetent ist in der Versorgung kranker Kinder. Aber wir brauchen nicht in jeder Kreisstadt einen Kinderchirurgen, der in der Lage ist, eine komplexe anogenitale Fehlbildung zu korrigieren. Da müssen wir einfach schauen, wie wir dann eine Weiterleitung, die man einem Patienten und einer Familie auch zumuten können muss, arrangieren. Da sind wir aber noch ganz am Anfang und da haben viele Länder Europas ja gezeigt, wie es besser geht. Wir sprachen jetzt ja von den Niederlanden, wo die kinderonkologische Betreuung sehr stark zentralisiert wurde. In England gab es im UK 52 kinderchirurgische Abteilungen. Man hat die alle kondensiert auf, glaube ich, noch 5. Also andere Länder Europas haben das vorgemacht. Und ich glaube, wir haben andere föderale Strukturen, die das alles sehr viel schwieriger machen. Ja, aber wir müssen uns trotzdem inhaltlich diesem Problem zuwenden. Mhm. Vielen Dank, Herr Klein. Frau Grütters, dazu direkt noch. Ja, ich wollte nur ergänzen, auch Australien schafft es ja, eine Versorgung in der Fläche und in Zentren hinzukriegen. Die ist größer, die Fläche. Und da ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger als in Deutschland.
Herr Kirchhoff, ich würde gern eine letzte Frage an Sie richten, die sich nochmal auf Ihren Vortrag bezieht. Und es ist ja immer wichtig, dass man Botschaften, wichtige Botschaften aus einem wichtigen Vortrag von einer wichtigen Persönlichkeit vielleicht auch nochmal sagt. Sprich, ich würde Sie nochmal gern bitten, Ihr Plädoyer für dann doch eine Verankerung eines gewissen Rechts mit Blick auf die Kindermedizin in der Verfassung, wenn Sie das nochmal ganz kurz darstellen könnten, nochmal kurz auf den Punkt bringen würden, wer immer sich von Podiumsgästen dann berufen fühlt, darauf zu reagieren, dann dazu noch eine kurze letzte Runde und dann würde ich gerne an Herrn Klingebeil übergeben. Herr Kirchhoff. Ja, das mache ich sehr gerne. Also das Anliegen ist, in einer Verfassung werden nur die Leitprinzipien unseres Zusammenlebens formuliert, die langfristig und mit Wertegehalt uns zusammenhalten sollen, den inneren Frieden gewährleisten sollen, die Zukunftsoffenheit dieser freien Gesellschaft garantieren sollen. Jedes Anliegen, das diese Voraussetzungen erfüllt, gehört in die Verfassung. Jedes berechtigte Gruppenanliegen gehört nicht in die Verfassung, meistens auch nicht ins Gesetz. Unter dieser Voraussetzung, meine ich, muss das Ziel der Aktion sein, dass wir diese Gesellschaft zukunftsfähig und zukunftstüchtig machen, indem wir die Rechtsposition des Kindes, die als Individualrecht in der Verfassung enthalten ist, für das Phänomen Kind allgemein oder für die Kindheit unserer Gesellschaft so definieren, dass gewährleistet ist, dass diese sich allgemein entfalten kann. Und dann zwei konkrete Folgen. Einmal die Stärkung der Familie durch Erweiterung des Artikel 6 Absatz 2 und dann der Zusatz, jedes Kind, nicht die Eltern, jedes Kind hat einen Anspruch auf ein staatliches Kindergeld, dessen Höhe die wirtschaftliche Lage der Familie verbessert. Das ist die Pointe und nicht verschlechtert. Und dann kann man im Gesetz sagen, das müssen, solange die Kita-Finanzierung so ist, 1500 Euro sein. Und das Zweite, die Korrektur der bisherigen Fehlentwicklung. Die Eltern sind verantwortlich für die Finanzierung des Kindes bei Krankheit. Und die strengen sich an, dass ihre Kinder die beste Finanzierung haben. Jetzt müssen sie Beiträge zahlen in die Krankenversicherung. Und dass die Rechtsbeziehungen Kind-Eltern in der Finanzierung ist gelöst. Dann müssen aber die Sozialversicherer gewährleisten, dass für die Kinder dasselbe Geld zur Verfügung steht, das zur Verfügung stünde, wenn die Eltern nicht Beiträge zahlen müssen und nur ihr eigenes Kind finanzieren. Und das bedingt den Sonderfonds für die Besonderheiten der Kindermedizin, die Sie ja gestern eindrucksvoll dargelegt haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Kirchhoff, nochmal für die Darstellung dieser ganz wichtigen Position, auf die sich sicherlich noch die eine oder andere Diskussion daraus erwachsen wird, vielleicht auch heute Nachmittag nochmal besteht von Seiten des Podiums. Frau Woben, direkt dazu bitte. Eine Rückfrage. Die Gestaltung des Gesundheitssystems war ja durchaus auch schon mal vor dem Bundesverfassungsgericht. Und da gibt es ja eine denkwürdige Formulierung, die ich jetzt nicht auswendig gelernt habe, aber die eben doch sehr zurückgenommen war, wie die Pflicht des Staates zu beschreiben ist, ein Gesundheitssystem tatsächlich zur Verfügung zu stellen und ja, für die Gesellschaft zu gestalten. Und da gibt es so eine Formulierung, Sie wissen die sicherlich auswendig, es darf nicht ganz ungeeignet sein. Das sind so typische, also es darf nicht ganz ungeeignet sein, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu garantieren. Oder irgendwie so etwas, aber weit weg von spezifischen Einzelheiten, Details oder so etwas. Wie, ich meine, wir sind uns jetzt hier in dem Raum alle einig, was das Anliegen betrifft, was die Bedeutung der Kindermedizin betrifft, was die Strukturen sein sollten etc. Wenn wir jetzt da rausgehen, wird es ganz ungemütlich. Ja, dann weht der Wind wirklich scharf. Das heißt, da muss man sich dann auf solche Argumente und Einwände, und die mögen dann berechtigt oder nicht berechtigt sind, muss man sich argumentativ wahnsinnig gut vorbereiten. Und das ist für mich so eine Formulierung oder auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, wo ich mich frage, was sagen wir denn dann?
Also, wenn ich das direkt beantworten darf. Diese bewusst zurückhaltende Formulierung ist begründet in der Gewaltenteilung. Wir halten uns beim Wirtschaftssystem zurück, also wir, das Verfassungsgericht, hält sich beim Wirtschaftssystem zurück, es hält sich beim Gesundheitssystem zurück, es hält sich bei dem richtigen Bildungssystem zurück. Das zu entscheiden, ist Sache des Parlaments. Und der Erstadressat der verfassungsrechtlichen Aufträge ist das Parlament und nicht das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht ist der Zweitadressat als Korrektur, wenn der Gesetzgeber die Verfassung nicht beachtet. Aber die Konzepte für die richtige Gesundheitspolitik werden nicht in Karlsruhe, sondern in Berlin gemacht. Nicht? Und das ist der Grund für diese Zurückhaltung. Mhm. Ganz herzlichen Dank für die Klärung einer schwierigen Frage, bevor ich jetzt gleich an Herrn Klingebeil weitergebe. Zunächst mal mein Dank an Sie, an die Podiumsteilnehmer, für meines Erachtens nochmal eine sehr erkenntnisreiche Debatte. Vor allem auch mein Dank an die, an Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich erinnere daran, dass wir heute Nachmittag für viele von Ihnen sich ohnehin in den Workshops noch mal austauschen und genau das machen, was freundlicherweise Herr Professor Omran vorher angesprochen hat, was ein ganz wichtiger Effekt ja dieser Veranstaltung ist.